Peace, Leute, und herzlich willkommen zur neuen Folge von Unterwegs im Odenwald. Heute starten wir das Video mal bei uns zu Hause. Das hat einen bestimmten Grund, weil Fotoaufnahmen und Film an diesem Ort total untersagt sind. Das wollen wir natürlich auch respektieren. Deswegen haben wir freundlicherweise Videomaterial so zur Verfügung gestellt gekriegt, und zwar einen Durchgang durch die Eberstedter Tropfsteinhöhle. Die ist 600 Meter lang, dieser Durchgang, fast 400 Meter unter der Erde. Und ich würde sagen, wir reden nicht lang und schauen uns das ganze Spektakel jetzt mal an. Und ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Viel Spaß! Die Entdeckung der Höhle. Im Eberstadter Steinbruch wurde am 13. Dezember 1971 bei der Vorbereitung einer Sprengung ein großer Höhlenraum angebohrt. Nachdem ein Teil des abgesprengten Materials bereits geräumt worden war, zeigte sich an der von Ost nach West verlaufenden frischen Steinbruchwand in etwa 8 Metern Höhe über dem Steinbruchsohl und etwa 10 Meter unterhalb des oberen Geländeniveaus eine ungefähr 2 Meter breite und 1 Meter hohe Höhlenöffnung. Den Boden der Höhle bedeckte eine Lehmschicht von etwa 1 bis 1,5 Metern Stärke. Das Wasser stand 10 bis 15 Zentimeter über lehmig weichem Grund. Die Begehung war deshalb anfangs mühselig. Die schwierigste Passage war beim Vesuv, wo eine Felsstufe mit einer Strickleiter, später mit einer Holzleiter überwunden werden musste. Die Presse wurde benachrichtigt. Noch am selben Tag verbreitete sich die Nachricht der Höhlenentdeckung im Ort. Viele Bewohner begaben sich zum Steinbruch, um sich persönlich ein Bild zu machen. Fotoaufnahmen zeigen damals noch intakte Tropfsteine, die später beschädigt wurden. Schon am 14. Dezember berichteten Presse und Fernsehen von der Entdeckung. Das Fernsehen strahlte an den folgenden Tagen mehrere Sondersendungen aus, wodurch die Höhle weithin bekannt wurde. Im Januar 1972 machte die Fernsehanstalt weitere Aufzeichnungen von der Höhle, die sie in ihrem ursprünglichen, noch unausgebauten Zustand zeigte. Gleich nach der Entdeckung ging das Gerücht um, die Höhle sei nicht standhaft und werde wieder geschlossen. Um sich Souvenirs zu besorgen, drangen mehrmals Personen in die Höhle ein und schlugen Tropfsteine ab. Weil die Höhle besonders groß und schön war und die Tropfsteine einen großen Formreichtum aufwiesen, wurde sie für erhaltungs- und ausbauwürdig befunden. Das Landratsamt Buchen stellte sie per einstweiliger Verfügung unter Naturschutz. Ein Jahr später wurde sie als flächenhaftes Naturdenkmal ausgewiesen. Am 15. Dezember 1971 verfügte das Landratsamt Buchen die Einstellung der Sprengung in Steinbruch. Nach einem später erstellten Gutachten konnten die Sprengungen im Steinbruch allerdings wieder aufgenommen werden. Zur Höhle musste aber ein Mindestabstand von 50 Metern eingehalten werden. Die Untersuchung der Stabilität der Höhlenfirste und der Tropfsteine ergab, dass der Steinbruchbetrieb bei gleichzeitiger Nutzung der Höhle aufrechterhalten werden konnte. Damit blieb ein wichtiger Arbeitgeber der Gemeinde erhalten.
Am 16. Dezember 1971 beschloss der Gemeinderat, die Tropfsteinhöhle zu einer Schauhöhle auszubauen. Um sie vor weiteren Beschädigungen zu schützen, wurde der Eingang zunächst zugemauert und eine Tür eingebaut. Auch dieses hatte keinen Erfolg, da sich die Diebe von oben abseilten und die Tür aufbrachen. Erst Stacheldraht verhaue unter und oberhalb des Eingangs und ein zusätzlicher Streifendienst der Landespolizei, der jede Nacht die Höhle anfuhr, brachten Erfolg. Geologen und Höhlenforscher reisten zur Besichtigung der Höhle an. Experten des Geologischen Landesamtes, des Naturschutzbeauftragten des Landkreises gaben wertvolle Ratschläge für den Ausbau der Höhle. Die Kosten des ersten Bauabschnitts wurden auf 200.000 D-Mark geschätzt. Da die Gemeinde den Höhlenausbau alleine nicht finanzieren konnte, sagte der Landkreis Neckar-Odenwald und das Land Baden-Württemberg Beihilfen zu. Der Landkreis übernahm es, die Kreisstraße nach Seckach zu befestigen, damit der zu erwartende Besucherstrom abgewickelt werden konnte. Die Gemeinde legte sich bereits früh auf den Namen Eberstadter Tropfsteinhöhle fest, damit der Ortsname künftig stets mit der Höhle genannt würde. Im Sommer 1972 begann der Ausbau der Höhle. Der Bürgermeister des damalig selbstständigen Ortes Eberstadt, Wilhelm Eberle, überwachte von Anfang an auch als technischer Leiter die Planung und die Arbeiten. Einwohner der Gemeinde arbeiteten für einen Stundenlohn von 4 D-Mark in der Höhle. Das über der Hohlensohle liegende Gestein im damals vordersten Teil der Höhle musste auf einer Länge von 30 Metern beseitigt werden, da es durch die Sprengung im nahen Steinbruch brüchig geworden war und ein Einsturz drohte. Am Höhlenausbau arbeiteten verschiedene Trupps. Ein Vorauskommando zerkleinerte an Ort und Stelle die hinderlichen Versturzmassen. Der ungewonnenen Schotter wurde für den Wegebau verwendet. Ein anderer Trupp legte den Entwässerungsgraben über die gesamte Länge der Höhle sowie den Besucherweg an. Während der Erschließungsmaßnahmen arbeiteten 96 Helfer innerhalb und außerhalb der Höhle. Sie leisteten insgesamt 7.500 Arbeitsstunden. Knapp 2 Jahre nach der Entdeckung der Höhle wurde sie am 9. September 1973 zur Besichtigung freigegeben. Für das Dorf war es ein großes, 3 Tage dauerndes Fest. Am Eröffnungstag besichtigten 3.400 Besucher die Höhle. Anwesend waren auch hochgestellte Gäste wie Regierungspräsident Dr. Munzinger. An den darauffolgenden Sonntagen kamen jeweils über 4.000 Besucher. Noch vor Ablauf des ersten Jahres konnte der 250.000. Besucher geehrt werden. Die Tropfsteinhöhle gehört seit dem Jahre 2004 zum UNESCO-Geonaturpark Bergstraße-Odenwald. Für eine Aufnahme der Höhle in diesen Geopark hatten sich die Städte Buchen und Waldüren engagiert. Von der Eröffnung 1973 bis Jahresende 2012 haben insgesamt 3,83 Millionen Besucher die Höhle angeschaut. Jetzt noch ein paar Eckdaten. Die Höhle besteht aus Muschelkalkkarst. Sie wurde 1971 entdeckt, ist eine Schauhöhle seit 1973, ist seit 1973 elektrisch beleuchtet, bezieht sich auf eine Gesamtlänge von 645 ausgebauten Metern, hat eine Niveaudifferenz von 39,29 Metern und die Länge des Schauhöhlenbereichs sind 588 Meter.
Und Leute, das ist doch Wahnsinn da drin. Also ich war auch schon mehrmals mit der Familie dort, früher als Kind schon. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert und die Kinder feiern das, weil sowas sieht man ja nirgendwo außer dort. Also es gibt ja noch andere Tropfsteinhöhlen, aber ich finde das die allerschönste. Vor allem die Hochzeitstorte, die ist ja weltweit bekannt. Das Bild davon, die kennt fast jeder auf der Welt. Daher fahrt vorbei. Adresse, alles steht unten in der Videobeschreibung. Schaut's euch an und dann lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo nicht vergessen, alles kostenfrei und schreibt in die Kommentare, was euch an diesem Ort am besten gefallen hat oder ob ihr auch schon dort wart oder ob ihr vorhabt, dahin zu gehen. Dann sehen wir uns. Haut rein!